Hey, na du, schön dich wieder beim Ivana Models Podcast dabei zu haben. Ich freue mich. Wofür haben wir uns denn heute hier getroffen? Worum geht's heute? Heute wollen wir über weibliche Orgasmen reden und wie diese am besten zustande kommen können. Ich gehe mal davon aus, dabei sollte man es nicht komplizierter machen, als es eigentlich ist. Ganz genau. Und Also nicht zu verkrampft damit umgehen, oder? genau, tatsächlich nicht zu verkrampft, nicht zu verunsichert sein, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen. Jede Frau ist natürlich anders, jeder Körper ist dementsprechend auch anders, unterschiedlich. Dafür gibt es keine einheitliche Anleitung, die wir hier mitgeben oder preisgeben können. Es geht tatsächlich darum zu probieren und gerade auch mit der Partnerin zu schauen, wie kommt sie eben am besten zum Orgasmus, welche Dinge gefallen ihr, welche Stellungen bringen sie ganz besonders in Fahrt, welche eben nicht. Hat sie ihnen vielleicht schon mal von irgendwelchen Tabus oder No-Gos berichtet, von Erinnerungen, Ereignissen, die ihr ganz besonders gefallen haben, irgendwelchen sexuellen Erlebnissen oder auch Fantasien, die sie vielleicht gerne mal ausprobieren möchte. All diese Informationen, genau, sollten sie nehmen und eben zum Besten nutzen, um Frau dann auch zum Orgasmus zu bringen und schöne Stunden zu bescheren. Ich denke, dass eine pauschale Lösung wahrscheinlich zu allgemein und einfach zu langweilig ist und dem weiblichen Orgasmus wahrscheinlich auch nicht die Ehre gebührt, Nee, die er ganz genau. verdient hat, sozusagen. Das denke ich auch. Es wäre viel zu langweilig, einheitlich an die Sache zu gehen. Wie gesagt, jede Frau ist natürlich unterschiedlich und dementsprechend kommt auch jede Frau auf eine andere Art und Weise zum Orgasmus. Jede Frau erlebt andere Orgasmen, andere Intensitäten. Darauf aufbauend sollte man natürlich schauen, hey, wie mache ich es mit meiner Partnerin am besten, mit meinem High-Class-Model am besten? Was gefällt dir eben am liebsten? Wie du schon meintest, nicht verkrampft sein, nicht verunsichert sein, sich nicht von irgendwelchen kleinen Momenten verunsichern lassen, die dann doch nicht ganz so glatt liefen. Beim Sex läuft nicht immer alles so, wie man es geplant hat natürlich, aber genau das ist, finde ich, die schöne Sache, die tolle Sache am Sex. Das macht Sex so aufregend, spannend und vielseitig und das sollte man nicht durch irgendwelche konkreten Anleitungen oder durch total durchgeplante Stunden, vollends durchgeplante Stunden irgendwie sich versauen, sage ich mal. Womit kann man anfangen als Pärchen? Woran kann man arbeiten? Also es gibt, wie gesagt, nicht unbedingt einheitliche Anleitungen, dennoch natürlich Tipps und Tricks hier und da, die es erleichtern können, Frau zum Orgasmus zu bringen. Ganz wichtig ist es hier, alles auf sich zukommen zu lassen. Den Sex alleine auch schon zu genießen, denn alleine der macht Freude und bringt auch Frau Spaß, ganz gleich, ob jetzt der Orgasmus folgt oder eben nicht. Zu verkrampft zu versuchen, Frau zum Orgasmus zu bringen, kann eben genau das Gegenteil bewirken und für beide nur sehr stressig und nervig sein. Deswegen gerade als allerersten wichtigsten Tipp wahrscheinlich locker und entspannt an die Sache gehen, genauso wie es beim Sex, finde ich, immer sein sollte. Nicht zu verkrampft und zu geplant versuchen, irgendwelche Dinge zu erreichen. Alleine so ganz kleine Dinge wie Stellungswechsel oder auch das Ausprobieren von verschiedenen Stellungen kann super, super hilfreich sein und gerade auch bei der Frau zu Orgasmen führen oder in noch schöneren Momenten im Endeffekt. Können wir den geneigten Zuhörern die Top-Bestellungen mit auf den Weg geben? Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Also zum einen sehr, sehr beliebt bei Frau die Doggy-Stellung tatsächlich. Dadurch gelangt der Penis noch tiefer einfach in die Vagina, kann somit noch größere Erregung bei der Frau auslösen, kann für noch prickelndere Momente, noch schönere, sinnlichere Momente mit der Frau sorgen. Viele Frauen schwören genau auf diese Stellung natürlich und berichten, dass sie da sehr, sehr schöne Erlebnisse schon geteilt haben tatsächlich. Das ist jetzt aber auch nicht die einzige Stellung, bei der es sehr, sehr schön sein kann. Wie gesagt, jede Frau ist natürlich unterschiedlich. Es kann bei jeder Frau ganz anders sein. Eine weitere Stellung, die aber bei vielen anscheinend sehr, sehr hilfreich ist und zu Orgasmen führt, ist, wenn die Frau oben sitzt, einfach, wenn die Frau im Endeffekt reitet, ganz gleich, ob jetzt ja, vorwärts oder rückwärts so gesehen, weil dadurch eben auch der Penis tatsächlich weiter eindringen kann und die Frau zum schnelleren, besseren Orgasmus kommen kann. So spielt jedes Pärchen anders miteinander. Zusätzlich sind natürlich noch Stellungen ganz besonders reizend, bei denen der Mann eben noch Zusätzliches übernehmen kann und sozusagen eine lockere Zunge oder ganz spezielle Fingerfertigkeit beweisen kann. Ganz genau. Die Kombination aus verschiedenen Dingen natürlich auch kann sehr, sehr prickelnd für die Frau sein. Ebenso wie der Sex mit verschlossenen Beinen. Viele Frauen berichten darüber, dass sie, wenn sie auf dem Rücken liegen und ihre Beine relativ weit verschlossen haben, noch schneller und besser zum Orgasmus kommen und dieser tatsächlich auch noch viel intensiver und schöner für sie sein soll. Also da kann man sicherlich auch einiges ausprobieren und einfach mal schauen, wie es mit dem Model, mit dem man sich gerade trifft, am besten ist, ne, was die Frau am liebsten mag, welche Stellungen ihr vielleicht am besten gefallen,
vielleicht gibt es auch irgendwelche, die sie noch gar nicht ausprobiert hat. Sicherlich gibt es sehr, sehr viele Stellungen, die wir noch nicht alle ausprobieren können. Aber auch da einfach schauen und gucken, testen, was gefällt einem vielleicht nicht so sehr. Vielleicht findet man durch Zufall, trifft man auf irgendeine Stellung, die einem so viel Freude bringt, dass die Frau direkt zum Orgasmus kommt, der Herr vielleicht auch. Und dann hat man seine liebsten Stellungen schon ganz schnell gefunden. Also ja, ganz einfach viel probieren. Genau. Lang genug ausprobieren, da wird, schon, genau. Da wird schon eine dabei sein. Und selbst wenn nicht, allein das Ausprobieren macht halt auch schon genug natürlich, Spaß. Ne? Natürlich, natürlich, also, ist es aufregend genug. Darf man nicht unterschätzen. So bedingt jede Stellung natürlich auch einen anderen Orgasmus. Welche Arten des Orgasmus gibt es? Da gibt es tatsächlich einige. Die beliebteste und wahrscheinlich bekannteste Art ist der klitorale Orgasmus. Dieser findet auf der Hautoberfläche statt, sprich durch Reibung, durch ne Fingerspielchen oder auch die Zunge eben, kann dadurch ganz besonders der klitorale Orgasmus erweckt werden in der Frau. Ganz interessant, aber auch der vaginale Orgasmus, der findet im Körper der Frau statt. Viele denken, dass dieser so der einfachste und schnellste Weg ist, um die Frau zum Kommen zu bringen. Es ist aber tatsächlich in der Regel genau das Gegenteil. Die Frau kommt in den meisten Fällen vaginal schwieriger zum Orgasmus als klitoral. Was jedoch nicht bedeutet, dass es nicht, ne, dass es überhaupt nicht passieren kann oder so, ist einfach nur bei vielen Frauen eben der Fall, dass klitoral, dass es für sie leichter ist, klitoral zum Orgasmus zu kommen als vaginal. Nicht zu vergessen natürlich auch der anale Orgasmus bei der Frau. Auch hier wieder die Kombination aus zwei oder drei verschiedenen Varianten ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich. So kann es ganz prickelnd sein, wenn, ne, wie gesagt, wenn wir Stellungen haben bei der Frau, bei der ebenfalls jetzt mit Hand angelegt werden kann beispielsweise oder noch mit irgendwelchen Sextoys oder ähnlichem nachgeholfen werden kann. Genauso kann es sehr prickelnd sein, wenn Frau eben anal stimuliert wird während des Sexes beispielsweise. Du hast sozusagen von zusätzlichen Stimulationen geredet. Neben den direkt stimulierten Bereichen kann es also auch nicht schaden, weitere erogene Zonen zu stimulieren oder eben, wie du gerade meintest, auch noch Sextoys dem Ganzen dazuzuschalten sozusagen. Ganz genau. Also die Abwechslung und auch Kombination aus all dem macht es dann letztendlich wirklich. Weitere erogene Zonen, die oftmals auch tatsächlich vergessen werden. Auch hier nochmal sind natürlich bei jeder Frau unterschiedlich. Jede Frau weiß am besten selbst, wo es ihr gefällt, wenn man sie anfasst, wo sie, an welchen Stellen sie ganz besonders empfindlich, sage ich mal, ist oder ja, Lust empfindet im Endeffekt. Ganz besonders dabei entscheidend so das Dekolleté natürlich, die Brüste an sich, Nippel, aber auch der Hals oder die Ohren können durch Küssen, Streicheln, leichten Bewegungen oder leichte Berührungen ganz besonders stimuliert werden und somit für noch mehr Spaß beim Sex oder auch vor dem Sex oder nach dem Sex natürlich sorgen. Somit wie auch schon wahrscheinlich in den vorherigen Episoden. Es geht um Kommunikation, es geht darum, es rauszufinden und sich eben die optimale Kombination aus den ganzen möglichen Reizen ja, füreinander sozusagen zu finden und ja, die ganz ohne falsche Scham auszuspielen. Ganz genau. Es ist wirklich, wirklich Gold wert, den Partner zu verstehen, die Partnerin zu verstehen. Kommunikation nochmal das A und O im Endeffekt, aber auch einfach auf Gestik und Mimik achten, zu schauen, wenn ich sie da berühre, was passiert, wenn ich sie hier berühre, was passiert. Gefällt es ihr ganz besonders, wenn ich sie am Hals streiche? Mag sie es vielleicht doch, wenn ich sie am Bauch küsse? Also es gibt ganz viele Stellen am Körper, ganz viele Stellungen beim Sex, die ausprobiert werden können. Und wie gesagt, jeder ist da natürlich anders und es gilt da einfach zu schauen, hey, wie finde ich am besten mit meiner Partnerin zusammen? An welchen Punkten können wir am besten zusammenkommen wirklich und auch die größte Lust zusammen genießen im Endeffekt? Was kann ich eigentlich machen, wenn ich merke, mit der Partnerin klappt es nicht so ganz oder anscheinend habe ich nicht den richtigen Zugang? Auch hier natürlich keine Scheu. Hier ist nichts falsch, nichts richtig. Einfach mit der Partnerin darüber sprechen, schauen, hey, was genau hat ihr jetzt vielleicht nicht gerade so gefallen, was genau habe ich falsch gemacht, was habe ich gemacht, was ihr nicht wirklich zugesagt hat. Auch da ist wieder die Kommunikation ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch da gemeinsam einfach nochmal einen Schritt zurückgehen, an die Stelle, an der es geklappt hat, zu gucken, okay, bis hierhin lief alles super, bis hierhin haben wir uns beide wohlgefühlt, bis hierhin hatten wir beide den größten Spaß unseres Lebens und dann lief irgendwie was schief oder dann ist etwas passiert, kam irgendeine Stellung, die ihr vielleicht nicht gefallen hat oder es gab einen Moment, den der Gentleman vielleicht nicht ganz so genossen hat oder ähnliches. Einfach da nochmal auf den Punkt zurückgehen, zu schauen, hey, was genau hat mir jetzt eigentlich nicht gefallen? In den meisten Fällen weiß man es vielleicht auch gar nicht selbst direkt. Ne? Dann merkt man einfach nur, hey, das war jetzt irgendwie komisch, da habe ich mich unwohl gefühlt. Und auch da in sich selbst vielleicht einfach reinhorchen und gucken, hey, warum hat mir das jetzt nicht zugesagt? Kann ich vielleicht meinem Partner besser erklären, was mir nicht gefallen hat, welche Dinge mir gefallen hat? Vielleicht war es auch etwas, was die Person gesagt hat. Vielleicht ist es Dirty Talk, der dem einen nicht zusagt. Oder irgendeine Handbewegung,
die die andere Person nicht mag oder ähnliches. Also da ganz einfach offen miteinander reden, denke ich, ist wirklich das Beste. Und einfach nochmal einen Schritt zurück. Man muss nichts überstürzen, wenn man merkt, dass es irgendwie komisch läuft, sich zu nichts zwingen. Und auch wenn der Gentleman in der Geschichte vielleicht merkt, oh, das, was die Frau jetzt gerne von mir möchte, gefällt mir nicht ganz so oder damit fühle ich mich nicht wohl, ist es auch überhaupt nicht verwerflich zu sagen, hey, nee, das gefällt mir erstmal nicht oder lass uns vielleicht doch nochmal kurz drüber sprechen und gucken, warum es dir jetzt gefällt, warum mir vielleicht nicht. Also da gibt es wirklich nichts, wozu man sich irgendwie gezwungen fühlen sollte. An der Stelle auch nochmal an alle Gentlemen, es ist nicht falsch, vor sich zuzugeben, dass man vielleicht noch nicht alle Frauen kennt oder schon alle Frauen versteht. Oft liegt das Geheimnis einfach in der Kommunikation und in der Bereitschaft, auch einfach mal als Mann proaktiv nachzufragen, was Frau denn braucht, was sie mag und was ihre ganz individuellen Geschmäcker sind. Darin liegt nichts Falsches, sondern einfach nur Interesse an dem Gegenüber und die Absicht, guten Sex zu haben. Ganz genau, ein wirklich, wirklich wichtiger, guter Punkt, den du gerade erwähnt hast, denn oftmals liegt es einfach nur in den verschiedenen Geschmäckern. Bevor man dann zu Hause sitzt und sich vielleicht noch irgendwie Sorgen macht, Zweifel hat, Bedenken hat, wenn man denkt, man hätte etwas falsch gemacht, etwas nicht gut genug gemacht, sollte man wirklich lieber ganz offen auf die Partnerin zugehen und fragen, was jetzt genau so ein bisschen doof gelaufen ist, was ihr genau nicht zugesagt hat. Denn wie gesagt, oftmals liegt es einfach nur daran, dass die Frau eben doch einen anderen Geschmack hat, dass sie sich vielleicht etwas anderes vorgestellt hat, von etwas anderem fantasiert hat vielleicht auch einfach. Und da ganz offen mit ihr drüber zu sprechen, kann definitiv Wunder bewirken und für alle zahlreiche Orgasmen bereitstellen. Im Optimalfall. Also lieber kommunizieren, als alleine zu zweifeln. Ganz genau. Nicht den Kopf zerbrechen, lieber mit der Dame sprechen. Die wird Ihnen ganz genau sagen, was sie möchte, was sie eben nicht möchte. Und da kommt man, glaube ich, sehr, sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner, wenn man es dann möchte. Aber ich denke, viele trauen sich da oftmals nicht, haben so ein bisschen Zweifel, Bedenken, wissen nicht genau, wie sie es vielleicht auch ansprechen sollen. Für viele ist es noch immer ein heikles Thema, was meiner Meinung nach überhaupt nicht so sein sollte, überhaupt nicht so sein muss. Sex ist die schönste, natürlichste Sache, die wir im Endeffekt gemeinsam ausüben können. Und gerade da möchte man ja auch, dass der Partner oder die Partnerin genauso viel Freude hat wie man selbst. Und ja, hierbei hilft es wirklich einfach, miteinander zu sprechen und dann die schönen sinnlichen Stunden zusammen zu genießen, ohne sich zu viel Kopf drum zu machen. Wir werden neue Facetten und ein ganz neues Vertrauen in den Sex entwickeln. Ganz genau. Und vielleicht eröffnet sich dadurch auch eine ganz neue sexuelle Welt, die man gemeinsam erleben und erforschen kann. Dabei merkt man vielleicht auch, hey, es gibt doch noch ganz andere Dinge, die mir ganz besonders gefallen. Wie gesagt, da gilt es einfach, auf die Partnerin zu hören, auf ihre Gestik und Mimik zu hören, aber eben auch auf den eigenen Körper. Und dabei ist wirklich nichts falsch, auch mal zuzugeben, wenn man etwas ganz besonders mag, vielleicht auch etwas mag, was man vorher nicht kannte oder von dem man vorher geglaubt hat, dass man es nicht mögen würde, ausprobieren und erkunden, was man selbst und die Partnerin mag. Das ist natürlich ganz besonders hilfreich und kann auch für mehr Sinnlichkeit im Schlafzimmer sorgen. Damit haben wir es mal wieder exzellent zusammengefasst. Ich habe keine Punkte mehr, die ich dem Ganzen noch hinzufügen könnte. Ich glaube, du hast es schon perfekt zusammengefasst. Ich bin schon ganz aufgeregt aufs nächste Mal. Oh ja, ich freue mich auch schon. Bis zur nächsten Episode des Ivana Models Podcast. Bis dann. Tschüss.